Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Madeleines Schlemmerparadies. Wir haben ja letztens zusammen live gebacken bzw. live die Bananenlasagne zusammen gebaut. Und heute möchte ich euch das ganze Rezept zeigen mit den ganzen Zutaten. Und ebenso seht ihr dann die Ausschnitte noch vom Live-Video und wünsche euch viel Spaß dabei. Wir benötigen 4 Bananen, 300 Gramm Quark, 280 Gramm Kanasch, das könnt ihr auch ersetzen durch Marmelade, zum Beispiel Pfirsich kann ich mir ganz gut vorstellen, 300 Gramm Sahne, Aroma nach Wunsch, wenn ihr das möchtet, Sanapat habe ich gebraucht, 7 Teelöffel insgesamt, für den Krümelboden 200 Gramm Kekse, für die Creme nochmal 300 Gramm Frischkäse und nochmal für den Boden 100 Gramm Butter, eine Bio-Zitrone, Saft und Abrieb. Und was ich vergessen habe hinzustellen, waren 80 Gramm Zucker insgesamt. Als erstes stelle ich meine Sahne und meine Glasschüssel wieder in den Kühlschrank und stelle zum Schmelzen meine Butter auf den Herd auf kleinster Stufe. Dann rolle ich mit etwas Druck meine Zitrone über die Arbeitsfläche, das dient dazu, dass der Saft besser gelöst wird. Reibe mir dann etwas von der Zitronenschale ab, aber so, dass halt kein Weißes mit dabei ist, weil das macht das Ganze sonst bitter. Gebe den Abrieb in eine Schüssel, dort rein kommt dann auch die Quarkcreme und presse mir jetzt den Saft aus. Die eine Hälfte geht direkt für die Quarkcreme und die andere ist dafür, dass unsere Bananen nicht braun werden. Nun gebe ich in die Metallschüssel den Quark, den Frischkäse und 60 Gramm Zucker. Vermenge das miteinander, dass es schön glatt schon mal ist. Ebenso habe ich hier 3 Löffel noch Sanapat mit dazu gegeben. In eine weitere Schüssel gebe ich 20 Gramm Zucker, gebe dort dann meine Kekskrümel dazu. Nun stelle ich alles zur Seite, was ich mir vorbereitet habe und schäle meine Bananen, entferne diese kleinen Fäden und schneide sie hauchdünn und gebe dies in eine Extraschüssel, wo ich den Zitronensaft schon drin habe, damit halt die Bananen nicht braun werden. In der Zwischenzeit habe ich mir so ein kleines Tablett genommen, Backpapier drauf und meinen Backrahmen. Das habe ich mir schon mal vorbereitet. Vermenge hier dann die Bananen noch schnell und dann können wir schon anfangen mit der Sahne aufzuschlagen und das. Also die Sahne sollte richtig kalt sein, genauso am besten die Schüssel, wo es aufschlagt. Dann bekommt die mehr und schneller Volumen und das funktioniert einfach besser. Ich habe die Sahne nur ganz kurz anschlagen lassen und habe dann dort rein 4 Löffel Sanapat gegeben. In der Zeit, wo die Sahne steif schlägt, habe ich mich um meinen Keksboden gekümmert und habe die flüssige Butter mit zu den Krümeln gegeben und habe dies anständig miteinander vermengt. Kurz vorher, das habe ich leider nicht aufgenommen, habe ich mir noch meinen Biskuit zurechtgeschnitten. Den seht ihr ja hier neben der Maschine. Aber wie schon angemerkt, könnt ihr auch Löffelbiskuit nehmen. Entweder tränkt ihr ihn dann, das wäre auch eine Möglichkeit. Oder ihr macht das Kanasch dann etwas flüssiger, damit ihr es dann mit einem Löffel bestreichen tut. Dann ging das Live-Video los, da habe ich dann zuerst meinen Krümelboden in meine Form gegeben, dies verteilt und angedrückt mit einem Kartoffelstampfer. Was ich vor Aufregung vergessen habe, der Krümelboden hätte dann nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank gesollt, dann ist er einfach fester und ihr könnt dann besser damit arbeiten. Da könnt ihr besser Marmelade oder Creme oder etwas Kanasch unten drauf geben und dann den Biskuit. Ich gebe gerne immer die Quarkcreme dann auf die leichte Sahne. Das hat den Effekt, dass es besser sich unterheben lässt. Das macht ihr bitte immer mit viel Liebe, nicht dass das Volumen von der Sahne wieder verschwunden geht. Dann gebt ihr 3-4 Löffel von eurer Quarkcreme auf den Krümelboden, der bei euch bitte gekühlt ist und verstreicht ihn dann einmal und gebt dann die erste Biskuitplatte obendrauf. Als nächstes gebt ihr 2-3 Löffel Kanasch obendrauf, dies verstreicht ihr schön gleichmäßig und dann können wir schon die ersten Bananen obendrauf verteilen. Ich habe mir das auf 2-mal aufgeteilt. Wenn die erste Hälfte von den Bananen verteilt ist, könnt ihr dann 4-6 Löffel von eurer Creme obendrauf geben
und die verstreicht ihr dann auch wieder schön. Danach kommt wieder eine Biskuitplatte wieder oben drauf. Darauf geben wir wiederum eine Runde Ganache. Ich habe das Ganze dann mit ein paar Blaubeeren verfeinert. Ihr könnt dann auch nur zwei Schichten Biskuit machen, das ganz euch überlassen. Ich mag das, wenn es so schön hoch ist. Dann geben wir wieder 4 bis 5 Löffel von der Creme oben drauf und verstreichen diese wieder und geben wiederum einen Biskuit oben drauf. Dann kam der Rest von unserer Ganache oben drauf. Das war übrigens eine Zartbitter-Ganache, falls ihr euch fragt. Und ich fand, das hat das optimal abgerundet. Die ganze Ganache verteilen wir nun wieder. Und dann geben wir den Rest unserer Bananen oben drauf. Wieder etwas Creme, diesmal nicht so viel. Oder beziehungsweise lasst euch etwas, 3-4 Löffel in der Schüssel. Und wenn wir diese Creme verteilt haben, kommt der letzte Biskuit oben drauf, die Rest der Creme. Und dann stellen wir das Ganze ungefähr für 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank und dann geht's weiter mit dem Dekorieren. Bei mir war es der nächste Tag, weil wir hatten ja abends zusammen die Bananenlasagne zusammengebaut und deswegen habe ich am nächsten Tag erst dekoriert. Ihr könnt natürlich nach 3-4 Stunden, nachdem es gekühlt war, kurz vorm Servieren das Ganze dekorieren. Zum Dekorieren nehme ich mal gerne frische Erdbeeren und Minze, dann habe ich hier noch Backkakao, süßen Kakao, etwas Schokolade und diese Bananenchips. Zum Dekorieren könnt ihr nehmen, was ihr möchtet, was eures Herz begehrt. Eigentlich nur das Typische, was ich da kennengelernt habe, war einfach das Ganze mit etwas Backkakao abzustäuben. Ich unterteile immer gern erst meine Torte, bevor ich sie mit Backkakao bestäube. Nicht, dass ich den Backkakao in der Torte habe, das sieht man die Maserung danach nicht mehr so schön und das wäre schade. Ebenso mische ich immer gerne den Backkakao mit etwas süßen Trinkkakao, damit das nicht ganz zu herb wird und ja, ganz normal mit einem Sieb bestreuen und fertig. Dann seht ihr ja, ganz normal mit Früchten habe ich das Ganze dekoriert und bitte wundert euch nicht, das sind Aufnahmen vom Live-Video. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil ich habe nicht gemerkt, wie die Kamera sich ausgestellt hat. Ja, meine Lieben, das war's wieder. Das war ein kurzes, knackiges Rezept für euch, was wir sogar zusammen gemacht haben. Ich hoffe, wir können öfters live backen oder kochen zusammen. Das wird mich sehr freuen. Wer mich noch nicht abonniert hat, tut das hoffentlich jetzt schnell. Und wer noch weiteres von mir sehen will, tut gleich links oder rechts auf die Videos klicken. Mein Gott. Also, bis dann.